Hallo Leute, ich bin Daniel, euer Deutschlehrer von Like Germans. Im heutigen Video geht es wieder um Lisa und Sarah. Die beiden haben ein wenig Stress in der Schule und deshalb entscheidet sich Sarah, bei Lisa zu übernachten. Schaut euch das Video bis zum Schluss an und beantwortet unsere Quizfrage unten in den Kommentaren. Falls ihr unsere Geschichten feiert, dann schaut mal bei unserer Patreon-Seite vorbei. Dort posten wir noch mehr Videos und zusätzlich auch Vokabellisten. Den Link zur Patreon-Seite findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim heutigen Video. Auf geht's! Guten Morgen, liebe Schüler. Guten Morgen, liebe Schüler. Ich hoffe, ihr habt gelernt. Ich hoffe, ihr habt gelernt. Lernen ist sehr wichtig. Lernen ist sehr wichtig. Deshalb muss ich manchmal etwas strenger sein. Deshalb muss ich manchmal etwas strenger sein. Ihr seid wie ein Stück Kohle. Ihr seid wie ein Stück Kohle. Ihr könnt zu einem Diamanten werden. Ihr könnt zu einem Diamanten werden. Das Einzige, was ihr braucht, ist genug Druck. Das Einzige, was ihr braucht, ist genug Druck. Dafür bin ich verantwortlich. Dafür bin ich verantwortlich. Ich werde euch zum Diamanten machen. Ich werde euch zum Diamanten machen. Macht euch bereit. Macht euch bereit. In Zukunft wird es viele Tests geben. In Zukunft wird es viele Tests geben. Ich erwarte, dass ihr euer Bestes gebt. Ich erwarte, dass ihr euer Bestes gebt. Jeder einzelne von euch hat viel Potenzial. Jeder einzelne von euch hat viel Potenzial. Ich werde es aus euch rausholen. Ich werde es aus euch rausholen. Lisa und Sarah, ist alles okay bei euch? Lisa und Sarah, ist alles okay bei euch? Herr Kunze, übertreiben Sie nicht ein bisschen? Herr Kunze, übertreiben Sie nicht ein bisschen? Ja, Sie machen uns richtig Angst. Ja, Sie machen uns richtig Angst. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Ich habe auch Angst bekommen, Herr Kunze. Ich habe auch Angst bekommen, Herr Kunze. Hört auf damit. Ihr müsst keine Angst haben. Hört auf damit. Ihr müsst keine Angst haben. Ich bin euer Freund, nicht euer Feind. Ich bin euer Freund, nicht euer Feind. Sarah, ich glaube, Herr Kunze ist verrückt geworden. Sarah, ich glaube, Herr Kunze ist verrückt geworden. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir müssen uns ablenken. Wir müssen uns ablenken. Die Schule ist nicht das Wichtigste. Die Schule ist nicht das Wichtigste. Wir müssen auch mal Spaß haben. Wir müssen auch mal Spaß haben. An was hast du gedacht? An was hast du gedacht? Hast du Lust, heute Abend bei mir zu übernachten? Hast du Lust, heute Abend bei mir zu übernachten? Ja, natürlich. Das wäre toll. Ja, natürlich. Das wäre toll.
Das wird eine tolle Nacht. Das wird eine tolle Nacht. Super, wir werden viel Spaß haben. Super, wir werden viel Spaß haben. Ein paar Stunden später. Ein paar Stunden später. Hallo Sarah, willkommen bei uns zu Hause. Hallo Sarah, willkommen bei uns zu Hause. Hallo Herr Peters, vielen Dank, dass ich hier übernachten darf. Hallo Herr Peters, vielen Dank, dass ich hier übernachten darf. Ich habe euch etwas Leckeres gekocht. Ich habe euch etwas Leckeres gekocht. Das ist wirklich sehr nett, Herr Peters. Das ist wirklich sehr nett, Herr Peters. Danke, Papa. Danke, Papa. Wow, das schmeckt wirklich super. Wow, das schmeckt wirklich super. Was wollen wir heute Abend machen? Was wollen wir heute Abend machen? Wir können ganz viele Filme schauen. Wir können ganz viele Filme schauen. Was denkst du? Was denkst du? Das klingt toll. Das klingt toll. Zu Hause darf ich nie fernsehen. Zu Hause darf ich nie fernsehen. Dann komm, wir fangen gleich an. Dann komm, wir fangen gleich an. Wir schauen den neuen Film von Like Germans. Wir schauen den neuen Film von Like Germans. Ja, ja. Schmecken dir die Süßigkeiten, Sarah? Schmecken dir die Süßigkeiten, Sarah? Ja, ich liebe Süßigkeiten. Ja, ich liebe Süßigkeiten. Sehr schön. Sehr schön. Ein freier Tag wird uns gut tun. Ein freier Tag wird uns gut tun. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In letzter Zeit ist die Schule wirklich anstrengend. In letzter Zeit ist die Schule wirklich anstrengend. Herr Kunze hat sich irgendwie verändert. Herr Kunze hat sich irgendwie verändert. Ja, ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Ja, ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Aber lass uns nicht darüber reden. Aber lass uns nicht darüber reden. Lass uns lieber Spaß haben. Lass uns lieber Spaß haben. Möchtest du noch ein Eis essen? Möchtest du noch ein Eis essen? Nein, danke, ich bin voll. Nein, danke, ich bin voll. Wollen wir hochgehen? Wollen wir hochgehen? Ich bin schon müde. Ich bin schon müde. Ja, lass uns hochgehen. Ja, lass uns hochgehen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Erzähl sie mir. Erzähl sie mir. Lass uns nicht schlafen. Lass uns nicht schlafen. Wir können die ganze Nacht die Videos von Like Germans schauen. Wir können die ganze Nacht die Videos von Like Germans schauen. Aber wir müssen morgen früh in die Schule gehen. Aber wir müssen morgen früh in die Schule gehen. Das ist egal. Das ist egal. Okay, ich bin dabei. Okay, ich bin dabei.
Einen Tag später. Einen Tag später. Guten Morgen, liebe Schüler. Guten Morgen, liebe Schüler. Nehmt euch einen Stift und ein Blatt Papier. Nehmt euch einen Stift und ein Blatt Papier. Wir schreiben einen Überraschungstest. Wir schreiben einen Überraschungstest. Frage für euch. Was möchte Herr Kunze aus den Schülern machen? A. Stahl, B. Diamanten oder C. Gold? Schreib einen Kommentar und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Danke und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.